Yo, moin moin Leute, was geht ab? Heute spielen wir eine Runde Spezialeinheit Chaos-Modus. Und ja, starten wir doch gleich mal. Schaue ich mal, was wir so bekommen hier online für einen guten Spieler. Oder auch nicht, natürlich. Ich spiele es natürlich nicht so oft. Ich glaube, Chaos habe ich jetzt, glaube ich, einmal gespielt erst. Und ja, hat mir bis jetzt ganz gut gefallen. Und schauen wir mal. So, Level 34er ist ja schon mal ein bisschen höher als ich hier. Level 13. So, Rufzeichen. Ach so, kann man sich direkt... Okay. Wer es noch nicht weiß, der Chaos-Modus ist nur für die Premium-Member von Call of Duty Elite verfügbar. Und ja, finde ich ein bisschen schade für die anderen. Hätten sie vielleicht anders regeln können. Ist echt ein bisschen schade. Ist ein cooler Modus. Deshalb, egal. Starten wir mal. Resistance ist angesagt. So. Resistance. Überleben Sie gnadenlose feindliche Angriffe in den Straßen von Paris. Alles klar. Boah, da kommen aber auch so viele Leute, ey. Das ist nicht mehr lustig. Der Eiffelturm fällt mir eigentlich gar nicht auf, wenn ich spiele so. Schauen wir mal, was wir zuerst kriegen. Der Modus bockt so. So, Freunde. Ja, G36, passt schon mal. So. Hier kriegt man... Was, schon dreifach? Nice. Einmal hier durchholzen. Batz, 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 batz. Triple. Oh, 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 oh. Wen haben wir denn da? Zack. Jetzt mal schnell die Marken noch einsammeln. Ich glaube, dann verdoppelt sich das auch noch. Hier kommen auch noch ein paar. Die Waffe hier, die ist geil. Fahrt, ja genau. Die geht schon ab, muss ich sagen. Was, ich habe Noob-Tube? Das ist ja geil. Boah, ich treffe hier gar nichts, ey. Ich finde das richtig geil, dass die Waffen so viel Schuss haben. Jede Waffe hat irgendwie zig Schuss. Keine Ahnung wie viel, kann ich schon gar nicht mehr zählen. Ich glaube zwei bis dreimal so viele, wie sie es sonst haben. Schon nicht schlecht. Oh. Obwohl ich gerade schon nachladen musste, konnte ich sogar noch relativ viel schießen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Fixierung, was sagt er? Ich meine, das war so, man muss den Combo irgendwie halten, bevor die Zeit runtergeht, irgendwie sowas. Hier ist immer beste Stelle. Hier würde ich immer das Geschütz hinstellen. Nur aufpassen, dass sie es nicht kaputt machen. Was geht jetzt ab? Ah, da mein. Da kommen sie alle. Siehst du, da kommen sie alle. Also ja, 60 Sekunden. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich den Bonus nicht verliere. So, aber hier ist noch Last Stand. Oh, Juggernaut. Die sind immer ganz übel, die Dinger. Jetzt erstmal abhauen, nachladen. Man sieht schon, ich... Nein! Ach so, ich glaube, weil bei ihm noch nicht der Combo zu Ende ist, deshalb. Oder irgendwie sowas. Ist er endlich tot. Erstmal abhauen. Schaffe ich das noch? Super, jetzt kann ich meinen ganzen Streak wieder anfangen. Boah, das ist so krank, wie viele hier kommen. Die schießen mit ihren billigen Pistolen schon drauf. So.
Einfach No Scope. Boah, hier kann man jetzt richtig durchholzen. So muss das sein, genau so. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte nicht. Bitte tu es mir nicht an. Ich brauche jetzt nur warten, bis die Knechte kommen. Dann den hier machen. Scheiße. Bisschen hin und her gehen. Ja, und dann passiert das. Ja, super, ey, geil. Jetzt kann ich auf den Juggernaut schießen. Ich muss, glaube ich, eine Person umbringen. Damit ich hier. Da haben wir doch eine. Damit ich wieder aufstehen kann, wie man jetzt sieht. Ich brauche jetzt irgendwie eine neue Waffe. Wo liegen denn die Waffen? Ey, das gibt's doch nicht. Hier vorne. So, jetzt geht's ab hier. Wie Kamerad getroffen. Oh. So. Nehmen wir wieder Akimbo-Action. Oh nein, hier. Die Dicken sind immer die besten. Wollen nicht so viel nachladen. Das passt schon. Blendgranate habe ich gerade aufgehoben. Lol. Dreifachabschuss. Oh. Nein! Schade. Egal, spielen wir noch eine Runde. Nochmal spielen. Vielleicht will ja der nette Mitspieler auch nochmal. Ja, er will nochmal. Und jetzt ist gerade irgendwie was abgekackt. Der Host hat das Spiel beendet, alles klar. Dann wollte er doch nicht nochmal. Denke ich mal, spielen wir so. Eine Runde online jetzt hier. Mehr Spieler so. Denke ich mal, irgendwie eine Runde frei für alle oder so wird schon drin sein. Bin zwar noch gar nicht eingespielt, war auch gerade erst mein erstes Match. Chaos. Und nun ja, ich denke mal, wir spielen eine Runde frei für Arnold. Frei für Arnie. So, meine Play ist schon so lahm geworden. Ich habe, glaube ich, 16 Accounts. Wegen den ganzen Scheren und so. Lalala, frei für alle, wer da da. Zack. Erstmal Select drücken, dass nur die Originalkarten kommen. Punkt 1, ich habe keinen Bock auf die neuen Karten. Punkt 2, es kommen nur Noobs. Was spielen wir? Hier, die bin ich im Moment am Hof spielen, PM9. Wenn man sprayt, ganz ehrlich, die ist wirklich gut, wenn man sprayt. Die geht eigentlich schon ordentlich ab. UMP. Ja, die ist auch nicht schlecht. Hier nochmal meine Klassen. Shotgun. Naja, benutze ich nicht oft. Mit Griff drunter MP412, die geht eigentlich ganz gut. ACR, Predator, 7er Heli und Reaper, was haben wir noch? Hier Moab-Klasse, noch eine Moab-Klasse, MP5 Action-Klasse. Oder auch für Ninja Defuse. Und das ist eigentlich nur für die Map, wie heißt die denn? Allground, genau, Allground benutze ich die meistens. Mit einer anderen Sniper, man sieht es gerade erst Level 1. Ich glaube, ich nehme sonst die oder so. Und ja, ne? AK müsste ich auch mal öfter spielen. Aber ja, schauen wir mal, wie es jetzt wird. Ich hoffe, das wird doch mal ganz gut, ne? Ich hoffe es. Frei für alle auf Harte jetzt. Geht ja eigentlich ganz klar. Ich kenne da so meine Taktik. In so einem bestimmten Bereich immer rumlaufen ist ganz gut, wenn man frei für alle spielt. Also ich suche mir immer auf jeder Map einen Bereich aus, wo ich herlaufe. Und das sieht man jetzt gleich auch. Ich hoffe, dass es gut läuft. Ich nehme meistens den Bereich, wo ich jetzt hingehe. Seht ihr jetzt gleich. Oh ja, super.
Zack. Hat er schon auf mich gewartet. Der wartet auch schon auf mich. Oh, jetzt leckt's. Es leckt, es leckt, es leckt. Ist mal Taktik entschickt, dann muss ich gleich nicht mehr so viel laufen. Erstmal abhauen. So. Haben wir ja schon mal drei Leute. Ich müsste hier mal meinen Plünderer einsetzen. Über einen Feind laufen. Jetzt bin ich eigentlich gerade schon ein bisschen weit vorausgelaufen. Warum nehme ich überhaupt die Waffe? Ah, fuck! Scheiße. Ah. So macht. Nein, nein, nein. Oh, fuck, Mann. Schade. Kommando. So. Ich nehme eigentlich nie diese Waffe hier. Die PP oder. Och ja, Panic-Knifer, Mann. Was soll das denn? Ich bin behindert. Ich kann R3 drücken. Oder was? Doch, R3, genau. Na? Ja, super. Dann war's wieder. Ich liebe Fässer. Ich liebe echt Fässer. Ich meine, Licht kann ja auch was zum Explodieren bringen. Ist ja ganz klar. Ich meine, wir legen im Jahr 2012. Da kann Licht schon was zum Explodieren bringen, das ist klar. Das ist doch komplett logisch. Warum sollte das nicht logisch sein? Also, Licht explodiert doch alles. Durch Licht, ne? So, jetzt wieder voll geflasht hier. Und wenn ich meinen Flash, ist er nie geflasht, oder was? Und Akimbo, ja, so geht das, ne? So macht das Spaß, das Game. War das schon einer? Du Drecks, oh mein Gott, ich bitte euch, ich bitte euch. Warum macht ihr das? Warum campt man? Das macht doch keinen Spaß. Hä? Das ist immer so ein Fragezeichen über dem Kopf, wenn einer campt. Dann denke ich mir immer nur, macht das jetzt Spaß, in der Ecke zu sitzen? Das ist doch gar keine Action, da ist doch nichts los. Da ist doch nicht mal die 1 gegen 1 Situation oder so. Dafür hole ich mir doch nicht ein Spiel, um zu campen. Mein Gott. Schon traurig oder so? Kinders, Kinders. Nein, bitte geht hin. So, aber ich habe, glaube ich, eh blinden Überwacher drin. Aber ge gegen Aufklärungsdrohnen kann man natürlich nichts machen. Erstmal unseren taktischen Einstieg sauber legen. Immer hinter euch gucken, das ist ganz wichtig. Ich habe eigentlich gerade schon zu lange kurz nach vorne geguckt. Das darf man eigentlich nicht machen. Ich bin einer, der spielt nie mit Attentäter, obwohl es sich eigentlich mehr lohnen würde. Aber habe ich ja gleich im nächsten Spezialistenbonus. Gerade in Frei für alles eigentlich Attentäter ziemlich wichtig. Ich meine, da gibt es 8 Leute, die eine Drohne haben können. Wenn man dann gesehen wird oder dumm stirbt, dann was. Das ist natürlich nicht so toll. Da habe ich gerade einen Spawn gesehen. Der läuft jetzt hier runter rechts. Aber wir sind ja nicht rechtsorientiert. So, Camperchen. Noch einer. Ich liebe das. Das fühlt sich immer an, als ob man über die Map fliegt, wenn man Spezialistenbonus hat. Ist richtig geil. Nö, du. Nö.
Mit mir geht das nicht. Bei mir sieht das nämlich schon ganz anders aus, Kollege. Oh. Hast du eine Bodenluftrakete? Kriegst du nichts Besseres? Da tut mir leid für dich. Da tut mir leid, Kollege. Oh. Wer wartet denn da? Der kleine Ru Judensohn. Spaß. Ich weiß, ich sage öfters Jude, aber ich bin keiner und ich habe auch nichts gegen die. Ich sag das nur manchmal so. Keine Ahnung warum. Ich sage es einfach. Ich habe es mir angewöhnt, als ob man raucht. Rauchen gewöhnt man sich auch an. Und Leute zu killen. Oh mein Gott. Gewöhnt man sich auch an. So. Das ist der Nachteil an einem Taktikeinstieg für ihn. Und was war das jetzt? Keine Ahnung. Ne, hier lege ich keinen Einstieg. Ich bitte dich, schießt er mich an. Ja. Kollegen, ich bin da. Ach ja, und von hinten, Mann. War ja. Wie kommt ihr da darauf, dass das von hinten wieder kommt? Nö. Ich meine, es kann ja keiner von vorne kommen. Es muss. Da wieder. Von hinten. Warum sollte auch einer von vorne kommen? Lohnt sich ja gar nicht, ne? Ich meine, von hinten bekommt man gar keinen. Ja, komm. Gib mir doch mal einen Hitmarker, wenn ich auf ihn schieße. Was soll das denn? Fick dich. Damals. Da. Ey. Seht ihr? Deshalb benutze ich immer diesen Bereich hier vorne. Weil da hinten ist zu viel Action. Da kann man sich kaum auf einen Gegner konzentrieren. Deshalb immer schön Bereiche aussuchen. Und dann passt das. Frei für alle. Mein Bier ist alle. Ich glaube, der Camper, der Schnalle, das nicht. Guck mal, ein Geschütz. Schon geil, dass man so seine Abseren da durchbekommt. Ah, der letzte Kill natürlich 30 zu 12. 2,27563 KD. Natürlich gerade ausgerechnet, ne? Ohne Taschenrechner. Nein. Hab ich gerade so auch Spaß gemacht. So, da nochmal der letzte Camper weg eliminiert. Und jetzt geht es schon zurück in die Lobby. Und schauen wir mal, was da so abgeht. So, ja, genau. Dann kann ich nur mal ganz kurz meinen Clan ansprechen, wie ich es in jedem Video mache. Wir suchen noch Clan-Mitglieder zurzeit und wie man sieht, End gleich Boss. Das stimmt natürlich, ist ganz klar. Edit mich einfach auf X Mr. Entertainment mit einem X davor und dann habt das eigentlich. Und ja, da schickt ihr einfach eine Clan-Anfrage oder könnt ihr mich auch so adden, ist kein Problem. Da würde ich sagen, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal und wie ist das Wort? Ciao? Ja, genau, ciao.